Hallo zu unserem Geburtsbericht. Was machst du jetzt? Nein, das machst du nicht. Nein. Das muss ich dann wegputzen. Hallo zu unserem Geburtsbericht. Im Gedanken hat es sich besser angehört. Hallo zu unserem Geburtsbericht. Versuch Nummer 3. Okay, ernst. Vorab will ich sagen, ich weiß, dass viele die Geburt traumatisierend in Erinnerung haben und wir wissen auch, dass es besser oder schlechter hätte ablaufen können. Aber unsere Geburt war einfach eine Traumgeburt so im Nachhinein, oder? Für die erste schon, ne? Ja. Also wir wollen euch da jetzt nichts reindrücken oder so. Vielleicht wird unsere zweite Geburt, falls wir ein zweites Kind kriegen, die Hölle. Aber wir erzählen euch jetzt von dieser Geburt und die war toll. Ja, schon. Ich meine, ich habe keinen Referenzwert für andere Geburten, aber die einzige, die ich bis jetzt hatte, war eigentlich sehr schön. Also du hattest, ich war nur daneben. Ja. Ja, du warst voll dabei. Ja, aber nur daneben. Okay. Ich habe das angeschaut. Okay, wir müssen ganz weit hervorholen. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich tue immer sehr viel zerdenken und sehr viel, wie sagst du immer, wenn ich mir schon Sorgen mache, bevor etwas passiert ist, wie nennt man das? Hypochonde? Weil bei der Geburt war ich ja ziemlich entspannt, was das anging, war ich ja nicht aufgeregt. Ja. Wie nennt man das? Ich weiß nicht. Okay. Ja, du tust halt immer Sorgen machen, du denkst über alles 10.000 Mal nach und dann im Endeffekt kommt es raus, ne? Noch ab. Also, ich muss ganz weit Soll ich jetzt nochmal cutten? Oder? Ja. Wie sagt man zu was? Herausholen? Hervorholen? Du musst ganz weit. Jetzt habe ich es auch verloren. Ausholen. Okay, cut. Ich muss ganz weit ausholen. Ich bin ein Mensch, der sich immer sehr viel Sorgen macht und sehr viel Sachen zerdenkt. Aber alles, was um das Thema. Also alles, was um Thema Geburt ging, war ich sehr entspannt. Also da war ich wirklich so... Ja. Deshalb warst auch du so entspannt, weil ich so entspannt war. Stimmt. Komplett. Natürlich, du warst du warst mein Ruhepol. Jede Bauchmassage, die du dir gemacht hast, mich so beruhigt. Jedes Mal, wenn du deinen Bauch mit Öl eingerieben hast, das war so... Toll, gell? Es war herrlich. Ja, da habe ich zugeschaut. Auch das Yoni-Bad. Ja, es ist so, wie wenn du mit dieser chinesischen Murmel spielst, das hat mich einfach beruhigt. Ah, okay. Also, wir sind beide sehr positiv an die Geburt herangegangen, sagen wir so abschließend. Genau. Ja. Und dann muss ich noch was dazu sagen. Der David hat ja immer gependelt zwischen Wien und Graz und ich habe immer gesagt, das Kind wird nicht kommen, wenn der David in Wien ist. Beziehungsweise, das war meine größte Angst, dass das Kind kommt, wenn du nicht da bist. Und mein Wunschdatum war der 5.5. und Davids Wunschdatum war der 23.5. Der Leon ist am 12.5. gekommen, das heißt, er hört auf keinen von uns. Nein, aber er hört auf mich, weil er ist kommen, wie ich heimkommen bin. Also auf mich, weil ich habe das ja vorgesagt. Okay, er hört auf dich. Danke. Oder was sagst du, Leon? Und wir sind beide ziemlich Dino-fanatisch. So zu den Shot-Facts. Wer hat dich darauf gebracht? Du. Ja. Egal. Wir mögen keine Muster, aber Dinos sind vollkommen okay. Naja. Wir haben am 11.05. war ich den ganzen Tag mega müde. Mir war unendlich schlecht. Ich habe dir sogar geschrieben, boah, ich bin gerade mit der Mama einkaufen, ich halte es nicht aus. Ja. Und ich war auch mega zwider an diesem Tag. Ich weiß nicht warum, aber zwider bin ich eigentlich immer. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann den ganzen Tag immer so Powernaps gemacht und habe noch das Haus geputzt, auch wie jeden Tag, und bin dann mit meiner Mama einkaufen gefahren. Und da war mir so schlecht, wirklich schlecht. Und ich habe dann schon zu meiner Mama gesagt, oh, können wir bitte nach Hause fahren, mir geht's nicht gut. Sie hat dann noch irgendein Kleid zu einer Schneiderin gebracht und sind dann heim. Und meine Mama hat dann noch beim Aussteigen gesagt, boah, Ines, ich hoffe, dieses Kind kommt bald, weil ich halte dich psychisch nicht mehr aus. Naja, am Abend ist dann der David heimgekommen und wir haben Ewigkeiten keinen Film mehr geschaut. Wirklich Ewigkeiten nicht mehr. Stimmt, er wird gleich schreien. Wir sind so schlaft weiter. Ja, dann haben wir eine Stunde am Abend auf Netflix herumgescrollt und wir haben uns dann letztendlich für eine Dino-Dokumentation entschieden. Aber auf Kinderbasis. Auf Kinderbasis, genau. Ja.
Auf jeden Fall war es da so um 21 Uhr. Boah, ich weiß oder gar nicht. Früher. Oder war es 20 Uhr? 20 Uhr und 22 Uhr schlafst du immer. Ja, genau. Also es war dann 20 Uhr, haben wir diesen Film begonnen zu schauen. Und so um 21 Uhr dachte ich mir so, habe ich mir gerade in die Hose gemacht und bin dann aufs Klo. Und am Klo war meine Unterhose wirklich nass. Und ich wollte David nichts sagen, weil es mir schon ein bisschen peinlich war. Also habe ich die Unterhose gewechselt und bin wieder zurück auf die Couch, ohne mir irgendetwas anmerken zu lassen. Nach 10 Minuten war diese Unterhose schon wieder nass. Also bin ich wieder aufs Klo und zurück. Und dann habe ich gesagt, Schlumm, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Da war es mir aber auch schon stutzig, war recht lang weg. Hast du mir gedacht, entweder das Durchfall? Und ich habe nicht geredet. Ich habe auch nicht mit dir geredet. Nein, du hast ja nichts geredet. Du hast einfach bis zurückgekommen und hast den Film weitergeschaut. Und was hast du dann gesagt, als ich gesagt habe, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt? Ich so, das wünschst du dir. Ja, weil ich halt jeden Tag Treppen gestiegen bin und Heublumenbad und... Du wolltest halt, dass er schon kommt. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, es tropft wirklich. Und dann David so, Niki, hör auf. Dann habe ich gesagt, okay, komm mit mir mit aufs Klo. Dann sind wir auf den... Doch, du bist mit mir mit aufs Klo gegangen. Ich wollte das zeigen. Ja, stimmt. Oh ja, am Klo, ja. Am Klo sind halt so ein bisschen Tropfen rausgekommen. So zwei, drei Tropfen. Aber es so war wie Pipi. Also das ist so, wie wenn ich im Stehen pinkel und halt nicht treffe, ne? Schatz. Ja, wirklich? Das soll ein netter Geburtsbericht werden. Ja, aber, ja. Auf jeden Fall sind wir dann beide vom Klo zurück im Vorraum. Und dann war es nass. War der Vorraum nass? War der Vorraum nass? Nein, ich habe keine... Schau dir das an. Schau. Und dann bin ich da so gestanden, noch immer total entspannt. Ich habe so am ganzen Körper gezittert, aber ich weiß gar nicht warum, aber ich war entspannt. Ja, weil du gewusst, dass es innerlich hast du gewusst, dass es geht los. Es geht jetzt los, aber ich war total entspannt. Ja. Und dann sind wir so nebeneinander gestanden, dann gegenübereinander gestanden und schauen uns beide an und im gleichen Moment sagen wir so, das war's jetzt. Ja, weil man nichts gehört hat. Das heißt immer, wenn die Fruchtblase platzt, ist das so wie so ein Knacksen oder man hört das so im Körper oder spürt das. Und ja... Im Endeffekt hast du nur Pipi gehen müssen, ne? vielleicht schneide ich sie rein. Habe ich das gefilmt, halt, das waren einfach nur so Flecken halt, so groß, ne? Und wir haben beide dran gerochen. Ja. Weil wir wissen wollten, ob es jetzt Pipi ist oder Fruchtwasser. Ja. Und es waren halt so Flecken im ganzen Vorzimmer. Und dann hast du bis auf die Idee gekommen, ja, jetzt gehst du halt noch duschen und willst die Nägel machen, weißt du, so. Und Haus putzen. Und, ja, dass du vor allem die Küche putzt oder so. Dass du sagst, bitte geh dich duschen einfach nur. Ne? Und dann hast du dich im Vorzimmer die Hose auszogen. Und ich bin aber schon mit dem Wischwab durch das Vorzimmer gegangen und zieht sich im Vorzimmer Warte, die Hose. Ich muss kurz stoppen. Der David wusste nicht, wie dieser Swiffer-Wischwab funktioniert. Das war der Dreck. Also bin ich nackig. Gesundheit, Leon. Also bin ich nackig neben ihm gestanden und habe ihm erklärt, wie dieser Wischmopp funktioniert. Ja, das war das Und habe aber das ganze Fruchtwasser im Vorzimmer verloren und dann zieht sie sich im Vorzimmer aus, um ins Bad zu gehen, um dort duschen zu gehen. Also da hast du schon gemerkt, okay, irgendwie ist sie ein bisschen aufgeregt, aber ja, sie weiß halt nicht genau, was sie tut. Okay, und dann, bevor wir duschen gegangen sind, haben wir beide gesagt, halt, stopp, wir müssen die Barbara, unsere Hebamme, informieren. Genau. Ich habe dann die Hebamme angerufen und sie meinte... Das war um 10, glaube ich. Ja, um 10 war das circa. Habe ich die Hebamme angerufen und ich meinte, hey Barbara, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt, aber wir wissen es nicht so genau. Aber es kommt halt... ich kann es nicht beeinflussen, es kommt raus. Dann hat sie gesagt, okay Ines, hast du Schmerzen? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Schmerz. Dann hat sie gesagt, geht es euch duschen? Lädt man was? 22 Uhr, genau. Ja, was? Geht es euch duschen, entspannt euch und wenn du keine Wehen hast... treffen wir uns am nächsten Tag um 9 in der Ragnitz, weil dann müssten wir über eine Einleitung reden. Genau. Sollte es aber doch losgehen in der Nacht, soll ich sie bitte eine halbe Stunde vorher kontaktieren, weil sie möchte noch einen Kaffee trinken. Ja, dann waren wir duschen und der David ist einer, der braucht mindestens 2 Stunden, bis er einschläft und ich bin nun mal sofort weg. Schön. Don't leak confetti. Ja. Auf jeden Fall waren wir da duschen und haben uns ins Bett gelegt. Und bevor ich gute Nacht gesagt habe, warst du schon weg. Habe ich schon geschlafen. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich war halt so, meine größte Angst war, dass ich eingeleitet werde. Ich weiß nicht, warum ich so Angst hatte vor der Einleitung. Ich glaube, es wäre eh nichts Schlimmes gewesen.
Auf jeden Fall habe ich alles gegoogelt und wie jeder weiß, wenn man etwas googelt, kommt alles raus, was man nicht wissen will. Ich habe den David dann aber nicht geweckt, ich bin dann einmal aufgewacht, um aufs Klo zu gehen und dann bist du auch wach geworden und dann hast du wieder weitergeschlafen und so um 1 bin ich noch immer wach im Bett gelegen, habe ich so einmal so kurz ein Ziehen bekommen, das war wirklich nur kurz und dann habe ich gedacht, boah geil, jetzt geht's los, ist nicht losgegangen. Und so um kurz vor 2 habe ich dann so ein bisschen Regelschmerzen gekriegt. War aber auch eine einmalige Sache und dann war es vorbei. Und dann so um 2.20 Uhr habe ich dann schon nochmal Regelschmerzen bekommen. Bisschen stärker und so alle 6 Minuten Abstände und die Wehe war total kurz. Und dann bin ich aus dem Zimmer raus, weil es dann halt schon mit jeder Wehe intensiver geworden ist und die Abstände immer kürzer. Ich habe mir dann noch schnell eine Wehen-App runtergeladen, um das Ganze zu tracken. Und dann bin ich da auf diesem PC-Bar gesessen und ich habe mir gedacht, puh, jetzt wird's ungut. Da war es dann 2:45, glaube ich. Ich wollte aber nicht den David wecken und die Hebamme auch noch nicht, weil wir zwei haben abgemacht, wir bleiben so lang wie es geht zu Hause, weil es zu Hause halt einfach entspannter ist als in der Klinik. Ich habe gut geschlafen. Ja, ich nicht. Dann bin ich hier schon wirklich wie ein Flummi durchs Wohnzimmer gegangen. Die Wehen waren dann schon so, ich musste sie wirklich veratmen. Ich konnte das Veratmen nicht, ich habe wie ein Hund gehechelt. Und die Wehenpause war aber total angenehm. Da habe ich dann sogar noch ein Video gemacht und ein Foto. Und um 3 habe ich mir gedacht, puh, jetzt geht's nicht mehr. Also da waren die Wehen dann schon wirklich regelmäßig und in 2-3 Minuten Abständen. Also wirklich nur mehr kurz, gell? Das war wirklich nicht mehr lang. Ja, hast du mich erst aufgeweckt um 3. Genau, ne? Um 3 habe ich dann den David aufgeweckt und dann hat er gleich, er hat die Augen aufgerissen und er so, geht's los? Und ich so, ich denke, ja. Ja, darfst du schimpfen? Um 3 hast du auch schon gearbeitet, ne? Und um 3 habe ich den David geweckt, ja. Ja, nach einer Stunde stillen ist man durstig, gell? Nach dreimal Windeln wechseln ist man durstig, hä? Mhm. Uhr 15 war es genau. Es war ganz genau 3.15 Uhr. Habe ich meine Hebamme angerufen und ihr gesagt, Barbara, ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir müssen uns in der Klinik treffen. Und dann hat sie gesagt, okay, Ines, sei entspannt. Und wir treffen uns in einer Stunde in der Klinik. Und ich habe ihr noch gesagt, ich bin mega entspannt. Habe dann den David aufgeweckt und du bist dann aufgestanden mit den Worten, geht's jetzt los? Das ist losgegangen. Das ist losgegangen. Und ich meine, wir haben uns doch noch Zeit lassen auch. Weil ich glaube, wir sind dann, du hast mich um 3:45 halt aufgeweckt und bis wir wirklich losgefahren sind, weil du bist ja nochmal aufs Klo gegangen. Und das habe ich auch gefilmt. Ja, es war dann so, dass das war um 4 Uhr. Ja, um 4 Uhr. Das blende ich dann auch ein. Schön drauf atmen, schlimm. Sie hat gesagt, wir sollen erst darauf gehen zu den. Boah. Das ist nämlich auch cute. Das ist wie im Klo. Auf jeden Fall wollten wir um 4 schon in der Klinik sein. Das Problem war, dass ich. Die Wehenpausen waren lustig, weil da haben wir total rumgeblödelt. Aber in den Wehen warst du schon. In den Wehen konnte ich einfach. Kannst du nicht mal mehr gehen. Genau. Und dann war es immer so, wir haben gesagt, okay, bei der nächsten Wehenpause setze ich mich ins Auto. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, ich kann mich nicht hinsetzen, es geht nicht, ich muss stehen oder ich muss gehen. Und dann hat er da immer gesagt, take your time, take your time. Hat dann aber seinen Schlüssel verloren gehabt, ist 100-mal zum Auto gerannt und war dann, du warst dann schon mega nervös. Mhm. Also du warst dann schon ein bisschen verpeilt. Ja, irgendwann um 4 sind wir dann losgefahren und waren dann um 4:30 in der Klinik. Ja, ich glaube 4:30 sind wir genau angekommen.
Genau. Ich habe auch ein Video vom Fahrstuhl. 34. 34, wie du das alles im Kopf hast. Ich habe es noch nicht im Kopf, sondern mein Handy. Genau, wir waren dann in der Klinik und dann musste ich schon jedes Mal, wenn die Wehe gekommen ist, kurz stehen bleiben und einfach mal klarkommen mit meinem Leben. Und die Wehen waren schon wirklich sehr regelmäßig und sehr intensiv. Aber es war noch aushaltbar. Also es ging noch, aber es war schlimm. Wir sind am Weg ins Spital, war so die Straße nicht leiwand. Genau. Dann war so voll so holprig und ganz viele Schlaglöcher. Und du so, kannst du vorsichtiger fahren? Und ich so, was soll ich machen? Ja, es war schon schlimm, aber so, es war noch aushaltbar auf das, was noch auf uns gekommen ist. Genau. Dann sind wir wie im Hotel einfach noch in unser Zimmer eingecheckt und haben unsere Sachen hingelegt und dann ist eh schon meine Hebamme gekommen. Mhm. Die hat dann gesagt, Ines, wir gehen jetzt in den Kreißsaal und lernen mal das Atmen. Um 4.40 Uhr waren wir im Kreißsaal. Genau, wir sind dann in den Kreißsaal gegangen und dann haben wir so, ich glaube, 3-4 Wehen mit ihr geatmet und du hast immer mitgeatmet. Und dann hat sie mich untersucht und da war ich auf 4 cm. 4 cm. Und das CTG hat halt auch wirklich massive Wehen angezeigt. Es war aber noch immer lustig zu dem Zeitpunkt. Also in den Wehenpausen haben wir noch immer geblödelt. Mhm. Und ich habe dann zu Barbara die ganze Zeit noch gesagt, boah, ich bin so eine Memme, weil wir wollten eigentlich viel länger zu Hause bleiben. Und dann hat sie gesagt, nein, Ines, du bist super, du bist mit 4 cm ins Krankenhaus gekommen. Das hat sie sicher nur gesagt, um mich zu motivieren. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, wir können noch ins Zimmer gehen. Das wird sicher noch dauern, weil sich der Muttermund pro Stunde 1 cm öffnet. Und wir treffen uns mal um 7 vorm Kreißsaal. Genau. Um 5.10 Uhr waren wir nämlich wieder im Zimmer. Genau. Um 5.10 Uhr waren wir im Zimmer. Und ja, dann hast du halt in die Wehen einfach eingeatmet die ganze Zeit. Ne? Und der David ist halt neben mir gesessen am Bett und hat immer mit mir mitgeatmet. Und dann... Da habe ich auch ein Video. Ja. Das, das ist cool, glaube ich, weil das kann ich dann nämlich einblenden. Nein, da habe ich. Nein. Doch, das ist das, wo ich im Bett liege. Nein, das war im Kreißsaal. Nein, ich habe das. Echt? Mhm, wo ich mein Bauch die ganze streiche. Ja, da streiche ich meinen Bauch. Stimmt, dann sind deine Augen waren schon die ganze Zeit zu, vor lauter Schmerzen. Und dann hat es von 0 auf 100 begonnen. Dann war es auch schon so, dass die Wehenpausen viel zu kurz waren. Ich habe gar nicht mehr mit dir geredet. Ich bin dann ein paar Mal, hatte ich das Gefühl, aufs Klo zu müssen. Bin dann aufs Klo. Mein Kreislauf hat das gar nicht mehr gepackt. Ich habe zu David gesagt, bitte gib mir einen Mülleimer, ich muss mich übergeben. Musste ich aber nicht. No. Und dann haben wir das eine Dreiviertelstunde so durchgemacht. Ich habe meine Augen gar nicht mehr aufgekriegt und wenn ich sie aufgemacht habe, habe ich sie überdreht. Ja, voll, du hast gar nichts mitgekriegt, glaube ich. Nein, der David hat mich versucht, die ganze Zeit zu beruhigen, mich zu streicheln. Einmal habe ich ihn dann noch komplett angeschrien, habe mich dann aber in der Wehenpause sehr höflich entschuldigt. Jetzt doch schon 11:30, ne? Aber es hat total gut getan, dass du die ganze Zeit neben mir warst und einfach zugesprochen hast. Weil ich glaube, das hat mich dann doch wieder ein bisschen motiviert. Und irgendwann ging es bei mir gar nicht mehr. Du hast gesagt, du willst unbedingt ein Schmerzmittel, du haltest das nicht mehr aus. Ne? Ich habe wirklich gedacht, ich muss jetzt sterben. Ich wusste nicht, wie ich das denn... Ich habe dann noch kurz auf die Uhr geschaut und ich wusste, boah, ich bin jetzt erst auf 5 cm, wie halte ich das noch 5 Stunden aus? Und habe dann zum David gesagt, hol mir irgendwas, es ist mir wurscht, ich brauche was gegen Schmerzen. Der ist dann kurz raus und hat gesagt, die Krankenschwestern dürfen mir kein Schmerzmittel geben. Und ich war so, oh Gott. Und dann hat er in der nächsten Sekunde noch gesagt, aber die Barbara kommt gleich mit einem Schmerzmittel. Ja, stimmt. Nur die Hebamme darf das geben, aber die dich halt begleitet. Ne? Ja, dann ist die Barbara gekommen. Genau, dann ist die Barbara gekommen und hat gesagt, ich soll jetzt zu Fuß in den Kreißsaal. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Und dann hat sie gesagt, oh ja, du willst gar nicht wissen, was dein Körper alles kann. Dann ist sie so 2 Minuten neben dem Bett gestanden und sie gesagt, okay, wir holen einen Rollstuhl. Weil sie mir halt ständig die Augen überdreht hat. Ja. Und dann sind wir in den Kreißsaal und das war die Hölle, weil da waren ja diese Feuertüren. Also diese Brandschutztüren und da war immer so eine Schwelle am Boden. Und der David ist da mit voller Karacho drüber. Ich habe mir einfach nur gedacht, bitte Schatz, fahr vorsichtig. Die Bodenwelle war circa so hoch.
Wie das. Das war so schlimm. Nicht so, sondern wirklich so. So war die Bodenwelle. Nur halt schmal. Übertreibt, das war so schlimm. Das war genau so eine Bodenwelle. Das war gar nichts. Das war Gummiding, Gummidichtung. Und dieser, also der Weg vom Kreis, also vom Zimmer zum Kreißsaal ist eine Minute, nicht einmal. Na gar nicht. Ja. Also das war wirklich eine ganz kurze Distanz. Es hat sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und unser Traum war es ja, eine Wassergeburt zu haben, beziehungsweise einen Vierfüßlerstand. Das habe ich auch mit meiner Hebamme besprochen und sie wusste das. Keine Ahnung, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Du hast nicht mal sitzen können. Ich konnte ja nicht einmal meine Augen offen halten. Auf jeden Fall habe ich mich dann da auf dieses Gebärbett gelegt und wurde nochmal untersucht. Und dann waren wir auf 8 cm. Ja. Also wir sind in einer Stunde, haben wir uns... um 4 cm eröffnet. Ja. Weil die ist hier auch reingefahren und hat gesagt, ja, sind wir schon auf 8 cm. Und ich glaube, weder, ja, und sie hat sicher noch aufgemacht, den Rest. Sie hat noch sehr viel aufgedehnt, weil das war die schlimmste Untersuchung. Da habe ich sogar geweint, glaube ich. Da habe ich gesagt, das tut so weh. Anstatt, dass sie mir erst das Schmerzmittel angehängt hat. Da war ich ein bisschen böse. Und dann ist der David neben mir gesessen, das CTG ist wieder gelaufen und dann fragt sie mich noch, ob ich Unverträglichkeiten habe. 6.23 Uhr waren wir da wieder im Kreißsaal. Mhm. Da war das. Also von 5.10 Uhr im Zimmer, wir hätten um 7 Uhr einen Termin gehabt eigentlich, dann hat sie gesagt, genau. 2 Stunden später, aber wir waren um 6.23 Uhr. Genau. Also im und Endeffekt waren wir nicht einmal eine Stunde und 10 Minuten waren wir im Zimmer. Das war die schlimmste 1 Stunde 10 Minuten deines Lebens, glaube ich. Ja, das war wirklich schlimm, aber es ist noch schlimmer geworden. Auf jeden Fall waren wir dann noch 10 Minuten im Kreißsaal, bis sie das Schmerzmittel hergerichtet hat. Und sie meinte dann noch am nächsten Tag, sie hat nur ein Viertel der Ampulle genommen, weil ich eben so klein und so zierlich bin, und hat mir dann die Infusion angehängt. Und diese Infusion war... Ja, da hat sie gesagt, das ist wie ein Sektrausch. Ach so, ja. Hat sie gesagt... Hast du diese Infusion gekriegt? Und ich sehe halt so, wie sie den Tropf aufmacht. Und gleich wieder gestopft. Rein. Und dann tut sie gleich danach, wie es drin ist, nur auf die Hälfte retour. Ja. Und dann hast du schon so, boah, das ist so gut. Und dann hast du so urgelallt. Ja, so, ich habe so wirklich viel geredet. Voll auf Alkohol, auf hast voll geredet. In den Wehen pausen ähnlich, dass du dann, also in den Wehen ähnlich, ja. In den Wehen hast du wirklich geatmet. Oi. Ich gebe ihm sein Luli. Einfach nur den Zug verloren, ne? Ja. Das braucht er zu beruhigen. Wenn er einmal einschlaft, dann geht's eh dann. Ja. Außer verliere ihn gleich. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich betrunken geredet und ich habe auch nur Blödsinn geredet. Sie hat dann die Infusion auch in der Minute wieder abgedreht, hat sie gesagt. Also ich habe das nicht mitgekriegt. Und so nach 10 Minuten meinte ich so, boah, diese Infusion. Nach einer halben Stunde war das war urspät. Irgendwann habe ich gesagt, boah, diese Infusion ist so gut, bitte dreht sie mir nie ab. Und die zwei haben noch gelacht. Ihr habt es aber nicht gesagt, dass es abdreht. Weil die war schon ewig abdreht. Ja. Die war wirklich schon lange abdreht. Das haben sie mir dann alles am nächsten Tag erzählt. Dass du schon echt schon oft die Wehen gehabt. Wirklich, also so richtig Senkwehen. Und dann ist die Barbara kurz rausgegangen. Ich glaube, du hast gesagt, sie hat der Ärztin oder so geschrieben oder sie ist aufs Klo gegangen. Ja, irgendwie so. Sie ist kurz rausgegangen. Ich glaube, entweder aufs Klo oder die Ärztin holen. Sie ist zweimal rausgegangen. Aber ich weiß und nicht, auf einmal hat sich schlagartig mein ganzes Körperempfinden verändert und ich so zu David, scheiße, ich glaube, ich muss pressen.